Tatsächlich entdecken die Ausgräber im April 1748 einen Ort, der Herculaneum für immer in den Schatten stellen und die Schatzkammer des Königs bis zum Bersten füllen soll. Pompeji. Schon nach wenigen Tagen stoßen die Ausgräber auf die ersten Opfer der Katastrophe. Ein Regen aus Asche und Bimsstein hatte die Pompeianer bis zu 3 Meter hoch bedeckt. Ihre Körper hinterließen in dem vulkanischen Material Hohlräume, die der Archäologe Giuseppe Fiorelli vor knapp 150 Jahren mit Gips ausgießen ließ und die so einen dramatischen Eindruck vom Moment ihres Todes vermitteln. Bis heute ist der Vesuv einer der gefährlichsten Vulkane der Welt. Der letzte Ausbruch ereignete sich 1944. Die aufsteigenden Gase sind jedoch ein Zeichen für die andauernde Aktivität des Vulkans. Giuseppe Mastro Lorenzo gehört zu einem Team von Wissenschaftlern, die den Vesuv ständig überwachen. Je länger der Feuerberg ruhig bleibt, desto größer ist die Gefahr einer gewaltigen Eruption. Ähnlich der von 79 nach Christus. Die meisten Leute denken, dass es einfach nur Lavaströme geben wird. Doch beim nächsten Ausbruch wird es zu einer gewaltigen Explosion kommen, die für die Menschen in der Umgebung des Vesuv extrem gefährlich ist. Rund um den todbringenden Vulkan leben heute rund 3 Millionen Menschen. In Herculaneum wurden zunächst nur wenige Skelette ausgegraben. So entstand die Überzeugung, dass die Stadt rechtzeitig evakuiert werden konnte. Ein dramatischer Irrtum. In 1982 entdecken Archäologen die Überreste von mehr als 250 Menschen. Die Opfer hatten vor dem Vulkanausbruch Zuflucht in Bootshäusern am Strand gesucht, als die glühend heiße Asche und Gaswolke über sie kam. Sie starben in Bruchteilen von Sekunden und liegen noch heute so wie im Moment ihres Todes. Pier Paolo Petrone arbeitet als Anthropologe an der Universität Neapel. Er hat die Skelette gleich nach ihrer Entdeckung untersucht. Hier ist eine junge Frau, schwanger. Sie sitzt an die Wand gelehnt und ein Kind, Junge oder Mädchen, lehnt den Kopf an ihre Schulter. Und hier ist ein 2 oder 3 Jahre alter Junge. Er liegt auf der rechten Seite. Er schlief, wie wohl alle Kinder. Denn die erste tödliche Wolke erreichte Herculaneum um Mitternacht. Die Flüchtlinge am Strand hatten die Gefahr unterschätzt. Ein Opfer hielt noch den Hausschlüssel in der Hand, als könnte es jeden Moment wieder in die Wohnung zurückkehren. Die perfekte Konservierung der Knochen ist ein Glücksfall für die Wissenschaft. Unter der Leitung von Luigi Capasso wurde ein Großteil der Opfer an der Universität Chieti untersucht. Nach 2000 Jahren bekommen die namenlosen Toten einen Teil ihrer Identität zurück. Das Skelett mit der Registriernummer E22 ist männlich und ca. 1,63 Meter groß. Die Untersuchung der Zähne zeigt Abnutzungen, wie sie für Fischer typisch sind, die häufig ein Netz oder ein Seil zwischen den Zähnen halten. Die Analyse der Knochendichte gibt schließlich Aufschluss über das Alter von E22. Der Mann war ca. 25 Jahre alt, als er starb. An der Wirbelsäule macht Professor Capasso eine überraschende Entdeckung. E22 litt an Brucellose, einer Infektionskrankheit, die mit hohem Fieber, Übelkeit und Gelenkschmerzen verbunden ist. Übertragen wird Brucellose vor allem durch Rinder, Ziegen oder Schafe. Doch dass der Erreger bei einem Fischer sowie weiteren überwiegend fischessenden Küstenbewohnern gefunden wird, stellt die Forscher vor ein Rätsel.
Unser großes Glück ist, dass wir mit Herculaneum eine ganze intakte Stadt haben. Es ist nicht nur das biologische, menschliche Archiv erhalten geblieben, sondern auch alles andere, sogar Lebensmittel. Die Wissenschaftler konzentrieren sich auf die Ernährungsgewohnheiten der Herculaner. Neben den überlieferten Berichten stehen den Forschern, und das ist weltweit einmalig, auch Nahrungsmittel aus der Antike zur Verfügung, die in der glutheißen Wolke verkohlt sind. Eier, Brot, aber auch Obst, wie zum Beispiel Feigen. Auf der Suche nach möglichen Überträgern der Brucellose-Erreger analysieren die Wissenschaftler schließlich auch ein Stück verkohlten Käse. Bei der Untersuchung mit dem Raster-Elektronenmikroskop wird sichtbar, dass die Glutwolke auch Mikroorganismen konserviert hat. Im Käse finden die Forscher tatsächlich Bakterien der Gattung Brucella. Die Menschen in Herculaneum hatten nicht pasteurisierten Käse gegessen und waren daran erkrankt. Das Edle und Schöne der Antike hat Johann Joachim Winckelmann im Visier. Im Jahr 1755 kommt er endlich nach Rom, um dort die Kunst der Alten zu studieren. Seine Beobachtungen prägen die antiken Rezeption von Generationen. Dass die Antike viel farbenfroher war, als Winckelmann sie sah, das fand man erst später heraus. Er ist der Erste, der die Kunstwerke nicht nur beschreibt, sondern sie auch in die jeweilige Epoche einordnet. Die Bestandsaufnahme in Rom wird zur Grundlage für Winckelmanns späteres Hauptwerk, die Geschichte der Kunst des Altertums. Zur gleichen Zeit wird am Golf von Neapel weiter ohne jedes System gegraben. Als Arbeiter in der Nähe von Herculaneum auf eine unterirdische Villa stoßen, beauftragt Alcubierre einen Schweizer Ingenieur mit der Ausgrabung, Karl Weber. Ja, so ist gut. Los, los, macht schon. Doch schon bald geraten Alcubierre und sein neuer Assistent über die richtige Vorgehensweise in Streit. Was soll das sein, Weber? Das ist doch wertloser Schrott. Ja, es ist beschädigt, aber es handelt sich um die Darstellung einer Maske. Das ist Schrott. Kunstwerke suchen wir. Machen sich an die Arbeit. Obwohl Webers Grabungstechnik im Wesentlichen der von Alcubierre gleicht, ist seine Herangehensweise systematischer und methodischer. Der Ingenieur geht erstmals wissenschaftlich vor. Er führt ein Grabungstagebuch, inventarisiert die Funde und zeichnet detaillierte Pläne. Auch sucht Weber nicht ausschließlich nach Schätzen. Ihn interessieren auch die Dimensionen des Gebäudes, und die sind gewaltig. Das verschüttete Landhaus ist bis heute die größte jemals gefundene Villa des Römischen Reichs. Es ist die Villa dei Papiri. 2,5 Jahrhunderte später ist das gigantische Bauwerk noch immer nicht vollständig ausgegraben. Tausende Tonnen vulkanisches Material musste das Team des Archäologen Antonio de Simone bewegen, um die Terrasse und wenige Räume freizulegen. Die Tunnel aus dem 18. Jahrhundert dürfen nicht mehr betreten werden. Einsturzgefahr. Doch mit modernsten Messmethoden und den Unterlagen von Karl Weber konnte die Villa in ihren Ausmaßen rekonstruiert werden. Man muss sich vorstellen, dass der Plan der Villa dei Papiri von heute sich nur um 13 cm von dem Plan unterscheidet, den Karl Weber gezeichnet hat. Und das bei einer Gesamtlänge von 263 Metern. Die Arbeit von Weber ist sensationell. Für die gewissenhafte Arbeit des Schweizers hat Alcubierre kein Verständnis. Im Gegenteil. Majestät, ich muss dringend mit Ihnen über Karl Weber sprechen. Was gibt es? Karl Weber versucht ständig, unsere traditionelle Ausgrabungsmethode zu ändern. Er legt ganze Tunnel frei, nur um die Architektur der Häuser zu studieren. Sie müssen ihn von seinen Aufgaben entbinden. Und weshalb? Ich sehe beim besten Willen keine andere Möglichkeit.
Weber gräbt einfach immer weiter, auch wenn es an dieser Stelle gar nichts mehr zu finden gibt. Doch Alcubierre scheitert mit seiner Intrige. Denn Webers Pläne sind von großem Wert und seine Funde spektakulär. Die Bronzestatuen und Büsten aus der Villa dei Papiri sind heute weltberühmt. Doch im 18. Jahrhundert sind auch diese Schätze Geheimsache des Königs und bleiben unter Verschluss. In Europa kursieren nur Gerüchte und schlechte Zeichnungen von den Funden aus den versunkenen Städten. Im Jahr 1758 beschließt Johann Joachim Winckelmann, der Geheimnistuerei der Neapolitaner auf den Grund zu gehen. In Rom ist er zum angesehenen Kunstexperten und Altertumsforscher avanciert. Er gilt als unangefochtene Autorität. Auch der Hof in Dresden ist seit dem Erwerb der drei Herkulanerinnen erpicht auf archäologische Neuigkeiten und hat Winckelmann mit Geld und Empfehlungsschreiben ausgestattet. Ich bin Johann Joachim Winckelmann. Melden Sie mich Ihrer Majestät. Der Gelehrte rechnet fest damit, eine der seltenen Sondergenehmigungen des Königs zu bekommen. Doch er erlebt eine böse Überraschung. Ihr Anliegen wurde abgelehnt. Das ist doch nicht möglich. Es tut mir leid. Die Neapolitaner haben kein Interesse an Berichten über ihre Ausgrabungsaktivitäten. Winckelmann ist praktisch kaltgestellt. Doch nicht alle Funde sind in der Privatsammlung des Königs verschwunden. Im Augustinerkloster von Portici tüftelt Pater Antonio Piaggio an der Entschlüsselung einer rätselhaften Entdeckung. In der römischen Villa wurden fast 2000 verkohlte Papyrusrollen gefunden. Der Inhalt unbekannt. Als Winckelmann nach seiner Zurückweisung Quartier im Kloster bezieht, macht er die Bekanntschaft mit dem Pater und mit dessen komplizierter Arbeit. Piaggio hat aus Schweinsblasen, Winden und Seidenfäden eine äußerst komplizierte Entrollmaschine konstruiert. Winckelmann erkennt, die verkohlten Rollen waren die Bücher der Antike. Die Papyri sind die Überreste der vermutlich größten Bibliothek, die aus dieser Zeit erhalten ist. Heute lagern sie in der Nationalbibliothek von Neapel. Ein internationales Konsortium von Wissenschaftlern arbeitet an ihrer Entzifferung. Mit allergrößter Vorsicht. Der Text hat die Konsistenz von verbranntem Laub. Eine Berührung und er zerfällt zu Staub. Wenn ich niese, sind drei Worte von Cicero für immer verloren. Dass nach mehr als 250 Jahren erst zwei Drittel der Papyri entziffert sind, liegt nicht nur daran, dass beim Entrollen Teile weggebrochen sind. Manche Texte sind so stark verkohlt, dass sie ohne moderne Technologien nicht gelesen werden können. Zahlreiche Fäden der Papyrusforschung laufen an der Universität Oxford zusammen. Zur Entschlüsselung der Schriftrollen wird ein Verfahren eingesetzt, das sensationelle Ergebnisse bringt. Die Multispektralanalyse nutzt minimale Unterschiede in der Lichtreflexion von Tinte und Papier. Nach 2000 Jahren können die verkohlten Texte aus der Villa dei Papiri wieder gelesen werden. Und in Herculaneum gibt es vielleicht noch mehr literarische Schätze zu bergen. Bei erneuten Grabungen stellte Antonio de Simone fest, dass die Villa weitere, gänzlich unerforschte Untergeschosse besitzt.